ihr das erreicht? Da standen auch schon die Truppen des türkischen Großsultans Mustafa III. Vor den Toren der Stadt. Und was sich jetzt ereignete, das hat den Namen Karl Friedrich, Hieronymus Freiherr von Münchhausen, für immer in der Annalen der Geschichte eingebracht. Ivan Chakar und eine neuartige Kanone der Marke Koch und Söhne erfunden. Die Maß 55 Zoll Durchmesser stand unter der Hand. Schon am selben Abend sahen wir hinter den Hügeln, wo die Türken lagerten, Licht, wie von einem großen Feuer. Was hatte das alles zu bedeuten? Ich wollte es in Erfahrung bringen. Da kam mir die zündende Idee. Luftaufklärung. Ich hockte mich bereitbeinig vor die Mündung der Kanone und hieß hinter mir die Lunte entfachen. Was jetzt kam, war ein Schussmann. Es wurde hell. Unter mir sah ich Tuchmanne, Linke dieselbe, der mit ein Feuer, größer als ein. Aber was glauben Sie hinüber dem Feuer? Ein ungeheuerlicher Kebabspieß. Ich war drauf und dran, herunterzuspringen, aber bei den Gedanken selbst zu Köfte verarbeitet zu werden, schwang ich mich auf eine gefährliche Kanonenkugel, mein Gehirn in die Lunge gepresst. Ich rollte zurück, Richtung Odessa, exakt genau auf eine Steinmauer zu, sprang letzte Sekunde ab, stürzte und schlug ein Kran. Dem Großsultan zusammensaß bei einer guten Flasche Tokaja, um einen neuen Termin für den nächsten Krieg zu finden und vor allen Dingen, um den Gewinner im Voraus festzulegen. Mesdames und Messieurs, das klingt alles ganz einfach, aber glauben Sie mir, ich habe einen Schaden davon getragen. Sollten also Sie zu Hause im Besitz einer Kanone der Marke Koch und Söhne sein, dass Sie bei dem Anblick des stattlichen Modells eine unwiderstehliche. Wir lassen Sie es trotzdem bleiben. Ritt auf der Kanonenkugel würde Ihnen nicht gut bekommen.